Hallo, schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer Runde Let's Play mit Gästen. Und es ist mir ein persönliches Anliegen, Sie hier begrüßen zu dürfen. Herzlich. Auch mit technischen Problemen, weswegen wir ein bisschen spät eingestartet sind. Zwei Jungs der Black Forest Games, Leute. Misha, Adrian. Moin, Leute. Hallo, moin. Buddy. Moin. Wir haben uns gerade eben schon ein bisschen gekloppt. Es ging um technische Probleme. Ja, unsererseits allerdings. Unsererseits, das müssen wir ganz klar darstellen. Ihr habt euer aktuelles Projekt mitgebracht. Rogue Stormers, formerly known as Diesel Stormers, eine Geschichte, auf die wir gleich eingehen. Jetzt vorweg, ihr habt eigentlich ein ganz, ganz frischen Bild mitgebracht. Genau. Rogue Stormers selber soll ja in zwei Wochen, glaube ich, erscheinen. Genau. 24. Aber 24. Ja. ist das Datum, 24. März. Mhm. Ja. Ist das so ein ganz großer Tag bei euch im Kalender, den ihr fett dick und fett rot angestrichen habt? Oder? Der hängt bei uns, wenn du ins Studio reinkommst und wenn du rausgehst, Monitor. So groß, 24. März, Release, Rogue Stormers. Krass. Da arbeiten wir alle gerade drauf hin. Glaube ich. Ja. Black Forest Games, eine der wirklich guten deutschen Schmieden am Start. Wir sind sehr gespannt, wie gut Rogue Stormers jetzt tatsächlich wird. Ja, müssen wir noch so davon sprechen. Wie viele Leute seid ihr denn also inzwischen? Also wir sind derzeit 34 Leute. Ja. Und Rogue Stormers wird richtig fett. Wird richtig fett. Ich bin gespannt, wir haben eine Weltpremiere. Und ich bin froh, dass ihr jetzt gerade mit dabei seid in diesem Live-Moment heute am Mittwoch. Denn ihr habt einen neuen Super-Trailer am Start, oder was? Genau, einen Teaser-Trailer. Teaser-Trailer, komm. Wollen wir den mal abfeuern? Den wollten wir heute zeigen und da haben wir gedacht, zeigen wir ihn bei euch. Alles klar, geil. Ich bin gespannt. Hi, wir sind Germans und wir wollten ein Game. We could have done something like this. Or that. Hm? 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 Or something like this. No. But we made this. We hope that's okay for you. Rogue Stormers, made in Germany. Sehr gut. Ja, feinste Ware aus dem Schwarzwald, oder was? Ja. Dankeschön. Feinste Ware. Genau. Sehr gut. Sehr guter Trailer. Finde ich gut. Aber die anderen drei Projekte fand ich auch ganz spannend. Auf jeden Fall. Bus-Simulator. Bin ich voll dabei, ja. Ja. Simulationen sind ja etwas, was in Deutschland sehr gut funktioniert. Funktioniert, also, super. Ein Spiel aus Deutschland, natürlich nicht nur für deutsche Spieler, sondern ihr wollt international damit auf jeden Fall auch erfolgreich sein. Aber wenn es danach geht, warum habt ihr dann tatsächlich nicht einen Bus-Simulator gemacht? Also zum einen gibt es natürlich schon einen Bus-Simulator und der läuft auch richtig gut. Ja. Kommt gerade ein neues raus. Zum anderen haben wir schon einen Simulator in unserem Programm. Mhm. Na, wir haben Airline Tycoon als Wirtschaftssimulator, einen uralten Titel aus Spellbound-Zeiten. Mhm. Aber da, haben viele von euch gearbeitet bei Spellbound. Genau. Ein großer, großer Teil des Teams ist dann letztendlich, hat sich neu formatiert in Black Forest. Genau. Genau. Ja. Aber wir haben ein Art-Team, was total auf diese Super-Grafik abgeht. Und die kriegst du ganz schwer zu, einfache Sachen zu machen. Und B, wir haben mit Genesis das einfach diese Engine für Plattformer. Ja. Und wir wollten was mit ein bisschen mehr Bang noch machen mit Multiplayer, wo es einfach richtig rund geht. Und deswegen kam eben das Q-Plattform nicht in Frage, sondern Rogue Stormers ist rausgekommen. Kuppler fahren, finde ich aber auch nicht schlecht, ey. Wirklich nicht. Ja, ich bin gespannt. Ihr habt, wie gesagt, ein Bild mitgebracht, einen ganz frischen, den wir euch jetzt hier leider nicht zeigen können. Das liegt tatsächlich bei uns an technischen Problemen. Wir kriegen einfach sozusagen das Bildsignal nicht so frisch hin, dass wir es gut zeigen können. Aber ihr habt da noch einen alten Bild dabei, den wir noch reinspielen können. Genau. Oder älteren auf jeden Fall. Ja, da ist praktisch die Early Access Version, die können wir anspielen und zeigen und einfach mal ein bisschen
Schwadronieren. Schwadronieren. Lass uns das mal, genau, wir schmeißen das mal an. Misha, magst du das schon mal rumdrücken? Ja. Und ich stelle euch einfach parallel noch ein paar Fragen. Also, der Name Rogue Stormers ist allerdings relativ neu, euer Projekt, aber existiert, glaube ich, schon seit, ich weiß gar nicht, knapp anderthalb Jahren, zwei Jahren. Seitdem ist es öffentlich ungefähr, ne? Genau, 2014 ist in Early Access gegangen. Wir hatten Mitte 2014 einen Kickstarter gemacht unter dem Namen Project Ravensdale. Haben es dann zum Early Access Release final benannt in Diesel Stormers mit einem Rock'n'Roll-Öl. Ja, super. Und dann kam Diesel, also wir hatten das Spiel schon released, ja, hatten die Marke angemeldet und die berühmte Spielefirma Diesel hat gesagt: Die berühmte Spielefirma Diesel, exakt die. Ja. Ihr verletzt ja unsere Marke, weil die Leute könnten ja glauben, das ist ein Spiel von uns über Jeans. Genau. Ja, es ist echt verrückt. Also die, wenn ihr die Geschichte selber nicht mitbekommen habt, es gibt Bilder von euch, die habt ihr auch rausgehauen mit Hosen runter. Ihr wollt dagegen angehen, aber es ging einfach nicht. Diesel als eingetragene Marke, Markenrecht, der ganze Scheiß. Das muss doch, oh Gott, ey, habt ihr nicht irgendwie aus Jeans irgendwelche Punching-Säcke irgendwo bei euch im Büro aufgehängt? Ja, wir wollten sie dann versteigern. Ja. Wir haben sie dann versteigert. Haben wir versteigert, so ein paar Diesel-Jeans, ja. Aber das war schon ziemlich bitter, ja. Ja. Mann, weil wenn du so ein Namensfindungsprozess ist eh schon die Hölle, ja. Besonders wir sind so aufgestellt, dass wir sehr, sehr viel zusammen machen im Studio. Viele Entscheidungen wirklich auch die Leute anhören, ja, aber das macht es natürlich nicht einfacher. Ja. Klar. Und Diesel Stormers war schon ein langer Weg, den Namen zu finden, hatten uns dann auch daran gewöhnt, ja, aber wir hatten den ja auch verbreitet und mit Community und allem versucht, ja, den auch ein bisschen zu pushen. Merchandise gemacht. Merchandise. Oh je, war schon fertig und alles, oder? Ja, oh nein! Und ja, dann auf einmal nichts mit Diesel Stormers. Ja. Und dann jetzt. Hast einen leeren Kopf, voller Wut, dann musst du dir einen neuen Namen überlegen. Ja. Naja, ich meine, Rogue Stormers funktioniert. Also, wahrscheinlich ist es dann bei euch so, ne? Also, ich kannte den Namen dieses Stormers ja auch, auf jeden Fall. Aber wenn ich mir jetzt Rogue Stormers durchsehe und ich sehe sozusagen das, was ihr jetzt auch sehen könnt, und zwar jetzt das Intro, für mich ist es noch schlüssig. Mal gucken, wie das Spiel jetzt ist. Wollen wir mal starten und dann bin ich mal gespannt. Also, diese Dieselnummer, ey. Ich hab das entsprechend auch mitbekommen und saß auch echt mit einer offenen Kinnlade da, als ich das erste Mal gesehen habe und hab nur gedacht so, boah, ich send Grüße zu euch und da haben sie weltweit Leute geschrieben. Es ist ja aber auch echt, ist ja auch echt für den Arsch. Naja, komm. Also, Rogue Stormers. Ein Plattformer, wenn ihr so wollt, mit ein bisschen Bums. So hast du das gerade gesagt, Adrian, ne? Okay. Ein Sidescrolling 2D Run and Gun. Jetzt habe ich Stabby. Sehr gut. Ja, mit Roguelike-Elementen. Ja. Ich glaube, wer nimmt Stabby? Ich nehme Stabby. Du nimmst Stabby. Genau. Dann nehme ich Brecht. Dann bleibe ich auch bei Brecht. Also genau. Adrian, du bist rot. Misha, du bist blau und ich bin grün jetzt gerade, ne? Okay. Wir haben eigentlich 5 Charaktere. Es sind nur 2 freigespielt. Mhm. Die bilden halt zusammen genommen die Rogue Stormers. Mhm. Die schnelle Einsatztruppe, die ihre Stadt retten will. Sehr gut. Und einfach mal A drücken und dann starten wir das Spiel. Cool, ich bin gespannt. Wie waren denn jetzt die letzten Tage für euch? Also seid ihr unterwegs, um Rogue Stormers jetzt natürlich kurz vor Release noch einmal bekannter zu machen? Und jetzt seid ihr hier bei uns. Genau. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr vorher Zeit bekommen habt. Pressebesuche gehabt und das Highlight zum Schluss aufbewahrt. In der Firma wird, also eigentlich schicke ich auf so Termine am liebsten auch Entwickler. Ja. Aber die sind alle noch voll im Crunch-Mode. Jede Stunde ist kostbar. Ja. Balancing, Stabilität, noch ein bisschen am User Interface Controls. Ja. Was wir jetzt gerade eben hier natürlich auch schon gesehen haben, da wurde auch schon weitergearbeitet als das, was wir jetzt gerade eben schon im Menü gesehen haben, aber Warp-Balle, der ist direkt in den Dings rein. Oh Mann. Also 4 Player-Koop, ne? Korrekt? Genau. Kann man natürlich auch alles alleine spielen, gehe ich einfach stark davon aus. Ja, du hast einen Singleplayer-Mode. Du hast ein Online- Multiplayer und du hast halt auch den Couch-Multiplayer. Ich muss ja nur kurz mit machen, bis zu 4 Spielern. Ah, aua. Und zwar kooperativ, also es gibt jetzt nichts, man kann sich nicht gegenseitig abknallen. Ja. Aber gut, ich meine, du kannst halt der Kampf um den Loot, um die Upgrades, das ist halt das, weil wenn ich jetzt zum Beispiel euch die Waffe klaue, die ihr nicht haben wolltet, die eigentlich ziemlich cool ist. Wo denn? Ja, da. Ja. Ich hab sie. Da sind die Sentry Guns. Oder hier die Kiste, wobei die nimmt nicht.
Die kostet mich 30 Leben. Das ist was, was ich zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht so wirklich riskieren will. Okay. Da ist dann schon ein bisschen Konkurrenzkampf dabei. Klaro. Aber ansonsten geht es halt wirklich darum, kooperativ zu arbeiten. Also auch die Teammitglieder haben halt auch. Hier, Micha, du lässt uns hier unten ein bisschen allein und sahnst oben ab, oder was? Nein, ich sahne oben überhaupt nicht ab. Ich halte euch oben den Rücken frei. Ja, so kann man das, ich komme hoch. Ich habe überlegt, ob ich die Kiste doch noch nehmen soll oder nicht. Ich join euch. Die einzelnen Teammitglieder haben halt verschiedene Aufgaben auch. Also wir haben Nahkämpfer, so mittlere Reichweite, das ist dann Brecht zum Beispiel. Ja. Stabby Gale ist halt so eine klassische Nahkämpferin mit ihrer Shotgun. Ja. Genau, dann haben wir auch die Fernkämpfer mit El Cazador, der ist der Sniper. Ich glaube, Stabby Gale ist tot, kann er sein? Stabby Gale ist tot, ja. Ja, toll. Camille ist auch Fernkämpferin mit einer Rakete. Ja. Und dann haben wir Presto, der ist auch so eher nah bis mittlere Reichweite, der hat einen Flammenwerfer. Oh, sehr gut. Ja, und dann haben sie halt auch alle eine aktive Fähigkeit und eine passive Fähigkeit. Die passiven Fähigkeiten bedeuten halt mehr Hitpoints, eine schnellere Regeneration oder von vornherein einen Könnt Double Jump. Könnt ihr mal einen Hellspec finden? Ja. Spawnen die irgendwo? Ist das Loot, was irgendwann fällt? Oder wie ist es mit Health? Die spawnen an verschiedenen Punkten. Wir können mal gucken, ob der Jackpot da oben einen hat. Upsale, aua. Ja, da waren wir schon zu zweit, die nicht mehr da sind. Genau. Es hängt an dir, Rudi. Du bist unsere... Rudi, you are our only... Ja, das wird nichts, Leute. Doch. Ihr seid beide weg, okay. Nein. Ja, okay, ich muss mal kurz hier verschwinden. Ja, ich bin auch tot. Ja, aber gut, ich meine, das Ding ist halt das. Ich meine, das ist der Bildschirm, den man halt am häufigsten sehen wird, ja, weil das ist halt die Roguelike-Element. Und wir wollten sie auch nicht einfach machen. Man bringt ja nichts, da Händchen zu halten. Nee, überhaupt sondern nicht. Sondern das Spiel ist eine Herausforderung. Und es hat 8 Level. Ja. Klingt nach wenig, aber wenn du wirklich voll aufgepowert bist, hochgelevelt und so weiter, dann dauert so ungefähr eine Dreiviertelstunde, Stunde, bis du von Level 1 bis Level 8 wenn du hochgepowert wärst, ja. Schon, aber dahin musst du erstmal kommen. Genau. Wollen wir es mal versuchen? Ich würde auch sagen. Das lassen wir so nicht stehen, das funktioniert so nicht. Ich nehme jetzt mal Stabby Gale, da kann ich ein paar Tricks zeigen. Ja, zeig uns Tricks, Mann. Aber dann darf ich, Brecht, oder? Na klar. Genau, ich bin... ich glaube, Brecht ist ein bisschen einfacher. Jetzt gerade. Brecht ist einfacher, ja. Dann nehme ich immer Brecht. So, komm. Sehr gut. Weil Stabby Gale hat nämlich eine coole aktive Fähigkeit. Die, das ist eine zweite Waffe, ne? Über den rechten Button. Genau, und da bin ich gerade die ganze Zeit rumgedasht mit. So, jetzt bin ich dann. Da bin ich. Da ist ein Headpack, guck mal. Oh, ja, jetzt fang ich mir an. So, drauf. Genau, sie ist Nahkämpferin und Nahkämpfer hauen halt den Nahkampf richtig rein. Das war sehen, ja. Ihr seid ja auch auf jeden Fall Spieler, und nicht nur Spieler, sondern Entwickler der alten Schule. Das heißt, Spiele sollen schwer sein. Ihr habt es gerade Roguelike genannt. Viele neuere Titel sind ja bewusst, also gerade die Mobile Games, sind ja alle bewusst ein bisschen leichter gehalten. Ne? Habt ihr einfach keinen Bock drauf? Entscheidet euch einfach hierfür? Ist das so eine Herzensangelegenheit für euch? Ja, ne? Ja, definitiv. Also das ist... Es geht ja nicht darum, Händchen zu halten oder sowas. Nee, ne? Sondern wir wollen halt eine Herausforderung. Also nicht unfair, aber eine Herausforderung. Ja. Wobei, das kommt ja einfach aus der Entwicklung. Also das ist ja nicht so, dass man vorher sagt, hey... Also eigentlich ist es immer so, wir wollen es normal schwer machen. Und irgendwie ist das, was dann unsere Leute als normal schwer empfinden, dann meistens dann doch ein bisschen schwerer als... als es der durchschnittliche Spieler findet. Aber das ist... Warte mal, ist das gut an? Ja, total. Ich werden das auch. Ich brauche das Health-Pack. Sorry. Okay, und ich bin hier gerade unten gefangen. Ich versuche gerade irgendwie wegzukommen. Warte. Wo bist du denn? Ganz unten rechts. Wie bin ich denn nach links unten gespawnt? In dem Augenblick, wo du raushüpfst aus dem Bildschirm, dann orientiert das sich wieder an dem, Session öffnen. Sehr gut. Genau. So, jetzt pass auf. Der Trick ist nämlich, ich kann nämlich jetzt hingehen und... Ach, verdammt. Was ist ein Shoryuken oder was ist das? Oder ja, das ist so eine Kreissäge. Geil. Aber warte, muss mal gucken, wo der ist. Wo der ist. Da. Zack, schon geht's wieder. Da fehlt. Und diese Health Packs, die gehen auf alle, ne? Das heißt,
das hat dieser Koop-Charakter. Ich hole den nicht für mich, sondern ich hole den gleich für alle. Genau. So, jetzt sehr gut. Jetzt hast du da unten eine Waffe, die kannst du aufnehmen. Okay. Mit Y. Hab und dann kannst du mit dem Right-Trigger kannst du einfach abfeuern. Okay, ist das eine einmalige Waffe oder? Sie hat halt eine begrenzte Munition, also deine Primärwaffe hat unbegrenzte Munition, aber es lädt sich halt auf. Sie hat halt eine Cooldown-Phase, sobald es einmal reinlässt. Boah, ey, das ist aber. Gut, ihr meint es aber auf jeden Fall gut hier. Ja. Also, es gibt Leute, die haben es geschafft. Aua! Mann, ey! Habt ihr einen Online-Koop-Modus? Ja. Sehr gut. Das bedeutet? Couch online. Und auch Singleplayer macht das richtig Laune. Mhm. Aber Highlight ist natürlich, wenn du deinen Kumpel auf der Couch sitzt. Guck, das kannst du halt damit machen. Holst ihn ran und. Und schießt schon als drauf. Als Feinde aus auf jeden Fall. Half-Life. Ups, sorry, ich bin reingefallen. Wie gesagt, ein Health Pack, alle, ja. Genau, sammelt einer auf und heilt dann alle. Genau, momentan ist es noch so, wenn du Geld aufsammelst, bekommt auch jeder den, also in der Version bekommt jeder den gleichen Betrag. In der aktuellen Version ist es so, dass der es zuerst aufsammelt, der bekommt den vollen Betrag, der Rest bekommt so die Hälfte. Wofür ist das gut? Ist das eine Art Ingame-Währung, die dann für Perks oder irgendetwas eingesetzt werden? Genau, du kannst damit Kisten öffnen, also es gibt spezielle Goldkisten. Es gibt auch einen Shop. In den einzelnen Levels, da kannst du dann einkaufen, Upgrades oder Waffen. Ja. Du kannst Glücksspiel betreiben. Also da gibt es dann auch so Glücksspielautomaten wie Jackpots und da ist halt. Sehr gut. Genau, da ist jetzt zum Beispiel eine Goldkiste. Ups. Alter, aua, ey. Okay, ich krieg hier nur auf den Sack gefühlt. Oh, wir schlagen uns eigentlich recht gut. Toll. Das passt. Nee, es passt gar nicht. Ich habe erst nur 30. Ich habe 60. Steady. Ey, Couchansatz, ne? Hat in den letzten gefühlt 3 Jahren oder sowas ein Revival erlebt. Also es kamen ja sehr viele Titel, verstärkt eher von kleineren Teams jetzt raus, die auch wirklich genau diesen Ansatz haben wollen. Mhm, ne? Also genau. Die wirklich sagen, okay, ey, AAA ist vielleicht ein bisschen zu krass. Kann man auch nicht einfach so produzieren. Mhm. Lass uns kleinere Indie-Titel bauen, die alle so in Richtung Tower of Ascension und ich weiß nicht, da gibt es ganz viele Titel. Ihr seid so ein Hybrid, ne? Also ein Hybrid zwischen Couch und Indie-Titel. Also ist Indie schon und AAA, genau. Genau. Ja. Also das ist ja, wir sind einfach von der Größe her, wir sind natürlich schon ein ganzes Stück weg von Indie. Auch von diesem klassischen Setup, ja, weil wir eben doch dieses sehr starke Art-Team haben, die eben auch wild drauf sind, wenn du die Hintergründe anschaust, ja, das ist schon alles in 3D gemacht, das ist schon ziemlich aufwendig. Krass, ja. Und aber natürlich, wir können keine 5 Millionen Titel alleine stemmen. Ja. So am Rande, wir machen einen großen Titel derzeit, aber der ist über Publisher finanziert. Ja. Aber wir machen halt eben auch keine 200.000 Euro Titel. Das heißt, so ein Rockstormers hat schon ein Budget, da bist du schon bei 1,5 Millionen am Ende. Krass, ja. Und löst allerdings auch so ein bisschen oder füllt die Lücke, die ja das Zusammenbrechen von einiger großen Publisher geöffnet hat. Oder auch den Bereich, den heute in EA zum Beispiel nicht mehr, Electronic Arts nicht mehr bedient. Ja. Die haben ja früher, hatten die ein Line-Up im Jahr von 80 bis 120 Titeln. Heute, was weiß ich, was die haben, 20 Titel noch. Ne? Unten, Jump. Ich bin schon unten. Achso. Oh, genau. Entschuldigung. Ja, wir reden gerade über die Industrie. Ja, reden und zocken gleichzeitig, das ist immer schwierig. Ne? Dann, wenn es auch noch gerade große Themen geht, wie das Publisher... Sterben hört sich mal zu krass an. Ja, aber haben wir halt auch gehabt in Deutschland. Ja, ne? In Deutschland definitiv. In Deutschland definitiv, aber international spürt man es logischerweise auch. Warum? Naja, weil durch die neuen Medienformen etc., Social Media, bla bla bla, oftmals halt auch die Entscheidung gesetzt wird, okay, machen wir selber oder machen wir in-house. Ne? Also genau. Publisher-Tätigkeit basiert sich ja jetzt nicht nur auf PR-Tätigkeiten.
aber ach Gott, ich habe keine Munition mehr. Ja, tot, nee, bin ich auch. Tot. Ich lebe noch. Ja, aber bitte bleib das auch und hol dein Health-Pack. Das wäre sehr entgegenkommend. Okay, lass mal schauen. Aber das ist nett, also wir können immer noch mitlaufen, das ist auch schön. Ja, in der neuen Version ist es nicht mehr, weil dieses Mitlaufen konnte man dann ausnutzen. Vorwärts scouten und. Ah, okay, verstanden, ja. Und so ein bisschen die Gegner anrempeln. Also habt ihr also Balancing-wise habt ihr es rausgenommen? Genau. Ja. Inzwischen ist es so, also du kannst immer noch die Leute. Okay. Immer, oh, verdammt! Okay. Ah, Feuer! Vorsichtig! Ja, vorsichtig. Du. Also, ich bin eh tot. Ja, ich bin doch drin. Im Modus. Okay, da ist der Endboss, da kriegen wir zwar auch Health Packs, aber da muss ich erstmal da müsste man dann erstmal den Endboss besiegen. Das wird nicht genau. Es sieht schlecht aus. Es geht nämlich nur noch zum Endboss runter. Nein! Na dann, gib's ihm. Komm, hart, mach ihn platt. Das schaffst du. Du hast ungefähr noch, wie viel Prozent sind das? 4%? Das ist ein Treffer, ne? Zack. Okay, oh je. Das schaffst du doch locker. Ja, ja. Geht da von dem Holz runter? Und ja, jetzt geht's ab. Verdammt. Ja, das schaffst du, Misha. Das schaffst du. Wie, also, während ihr Rogue Stormers noch fertig macht und polished und crunched, habt ihr noch einen anderen großen Titel, der noch parallel läuft. Genau. Abgefahren. Ja. Und wie ist die Kräfteverteilung jetzt gerade? Also ihr meintet ja auch gerade, die Coder und die Programmierer, die sitzen jetzt gerade da und machen Feinschliff. Also Fakt ist, dass wir jetzt die letzten zwei Monate waren alle auf Rogue Stormers gewesen. Ja. Genau. Jetzt fangen wir jetzt gerade an, die ersten Leute. Game Design und so weiter wieder auf das große Projekt rüberzuziehen. Das war gut. Du hast dich konzentriert, man hat's gehört. Komm nochmal. Wir schaffen das nochmal, Leute. Ja, komm, würde ich auch sagen. Ja. Ja. Vielleicht mal mit Konzentration oder so. Ja, es wird schwierig, ne? Ja. Genau. So. Okay, ich mache wieder prächtig. Obwohl, nee. Also Stabby Gale war ja Shotgun. Ich glaube, ich bin eher so ein Nahkampftyp. Dann nehme ich auch mal Stabby Gale. Ja. Dann mache ich doch mal den Brecht. Okay, lass uns anfangen. Vielleicht klappt die Kombination besser. Ja, sehr gut. Wir hatten ja Women's Day gestern, also Frauenpower. Das muss ja eigentlich. Muss sein, ne? Ja. Ich glaube, das haben wir original hier bei uns überhaupt nicht thematisiert. Ja. Oh oh. Nee, ich glaube, die Leute da draußen wissen, dass wir finden Unterschiede zwischen Mann und Frau auch sehr sinnig. Aber hier sind ja auch viele Frauen inzwischen, das ist schön. Alles gut. Ja. Women's Day ist ja auch nur ein Tag. Genauso wie Vatertag auch. So. Genau. Was anderes wäre jetzt irgendwie. Nö. Zack. So, kaputt. Ich wäre schon weiter, aber wenn ihr euch da oben noch umschlagen wollt. Ah, ja, ich glaube, wir lassen uns noch mal Energie abziehen irgendwie. Ah, shit. Halt durch. Ich bin nicht hier. Ja, ich versuche. Oh Mann. Lohnt sich das da oben irgendwie zu kämpfen eigentlich? Nee, oder? Nee, eigentlich musst du runter. Eigentlich okay, dann gehen wir runter. Okay, ich bin direkt in die Minen rein. Das klappt richtig gut. Das klappt richtig gut mit dieser Konzentration, von der du gesprochen hast, genau. Adrian. Oh nein, ich bin. Alter. Okay. Was ist gut, der Perk, aber immerhin haben wir jetzt einen neuen Perk. Also, es fängt zwar immer bei Null an, wenn du verlierst, eine Runde verlierst, aber du bekommst halt Erfahrungspunkte und du kannst dir, wenn du eine Stufe aussteigst, kannst du dir einen Perk aussuchen. Mhm. Also, eine von den beiden jetzt Spirited Offensive oder Evasive Action. Mhm. Das heißt, dein Dash ist jetzt vergrößert worden. Ja. Oder wenn du einen Erfahrungspunkt aufsammelst, dann bekommst du einen höheren Damage für 30 Sekunden. Ja, so der Buff halt, ne? Genau, okay. ich würde jetzt sagen den Dash. Und so wirst du halt auch kontinuierlich auch besser. Also es ist nicht nur so, dass du das Spiel lernen musst, sondern du wirst auch so von den Fähigkeiten besser. Okay. Und da sind wir jetzt auch, da haben wir jetzt auch massig Sachen eingebaut. Also wir haben jetzt 150 Upgrades drin, die du finden kannst, freischalten kannst. Wir haben nochmal so viele Perks. Also die Upgrades sind aber nochmal was anderes als diese Perks. Genau, also die Upgrades, das habt ihr separiert. Nein, er muss back machen. Genau. Die Upgrades findest du im Level. Mhm. Ja, du kannst zwar neue Upgrades freischalten, die du dann weiterhin finden kannst, aber alles, was du da findest, verlierst du, sobald du stirbst. Okay. Und die Perks, die sind für die Ewigkeit. Die sind permanent, wie Diamanten. Ja. Okay, genau. Die sind dann sozusagen auf den Account. Branded dann. Genau. Und in der Version ist es jetzt noch so, dass jeder Charakter
dass jeder Charakter die, also die Erfahrungspunkte werden jedem Charakter zugeschrieben, der freigeschaltet ist. In der finalen Version wird es so sein, dass du jeden Charakter einzeln levelst. Das macht Sinn. Und wenn man Online-Koop spielt, bleiben dann sozusagen die permanenten Perks bei mir, genau, also auf meinem Account sozusagen? Ja, genau. Ne? Also wenn du online spielst, dann spielst du mit deinem Account und den Perks und den Erfahrungspunkten, die du gesammelt hast, und sammelst natürlich wieder neue. Wenn wir jetzt offline spielen, Multiplayer, dann bekommt nur der Account-Inhaber. Genau. Also Spieler 1 bekommt dann die Erfahrungspunkte. Aber ist ja cool. Okay, also wir müssen da hoch. Ich liebe ja die Shotgun. Genau. Und das Ding ist halt auch, jedes Level ist halt wieder neu. Also es wird jedes Mal prozedural neu erstellt. Okay, krass. Aber jedes Level sozusagen hat dann einfach immer die wahrscheinlich die fixe Anzahl an Gegnern, oder ist die auch prozedural? Das ist je nach Chunk eingestellt. Okay. Ja, okay. Also verstanden. All das ist Systematik dahinter natürlich, genau. Aber ja klar, logisch. Ja. Prozedural. Also im Endeffekt, es soll halt also so ein bisschen einen Ausgleich bieten. Also manchmal wirst du halt geswarmt von Gegnern. Dann gibt es auch wieder ein paar Ruhephasen. Ja. Aber das ist ja schon mal viel besser als das letzte Mal. Ja. Wir sind gleich runtergegangen, das ist glaube ich. Ja, ich glaube auch. Wir haben uns nicht einfach mal das ganze Leben da oben wegballern lassen. Wir haben mal gedacht. Im allerersten Trailer zu damals noch Dieselstormers, da habt ihr auch wunderbare Perks gezeigt schon, wie man kooperativ agieren kann. Also da gab es so fantastische Upgrades. Ich weiß gar nicht, das war wie so eine Art Blitzwaffe. Dieser Arc-Connector, ja. Genau, genau. Ist er noch drin, oder? Nee, der hat es nicht geschafft. Der ist in gewisser Weise so ein bisschen noch drin in Form der Taxis. Der Taxis? Ja. Was sind Taxis? Also Kraken-Taxis, also Squid-Taxis. Okay. Das sind so Kraken. Die beschießt du und dann tragen sie dich an Orte, wo du so nicht so wirklich hinkommst. Oder sie bieten eine Abkürzung. Ich glaube, da müssen wir oben, im nächsten Oberstufe müssen wir. Genau, ganz links, glaube ich. Ganz links, ganz rechts? Ganz rechts, ja. Okay. Das andere links. Ja. Da waren wir wieder beim Frauentag. Ja, bam, bam. Ich bin so stumpf, dass ich immer dieses Feuer renne. Nicht. Nee, ne? Den lassen wir uns einfach mal. Verdammt. Ja, also, wie sieht es mit unterschiedlichen Spielmodi aus? Also, es gibt den Hauptmodus sozusagen, ne? Genau. Du hast halt dann jetzt so Aufträge, aber das im Endeffekt auch die Story selber, die ist, die wird also nicht linear erzählt, weil das Spiel ist ja auch nicht linear. Das heißt, du bekommst für ein bisschen Kontext, auch ein bisschen so Hintergrund, bekommst du dann immer so Story-Schnipsel. Ja. Die kannst du auch freischalten. Da wird dann der Hintergrund der Charaktere genau beleuchtet. Du bekommst ein bisschen Informationen zu Ravensdale, zum Herzog Hector von Garg, dem Herrscher von Ravensdale. Ja. Wie gesagt, es ist jetzt keine epische, linear erzählte. Episch schon, nur nicht linear. Ja. Aber episch, in epischer Breite erzählte Geschichte, sondern dem Spiel halt. Komm, mach den mal fertig hier, der ist doch ein bisschen. Da ist er, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Okay, unser altes Problem, wir brauchen Headpacks. Weil Stabby ist schon wieder tot. Kein Wunder, dass ich so wenig Schaden habe. Adrian, was ist denn da los? Hallo? Was ist denn da los, Mann? Verdammt, jetzt habe ich schon noch tot. Ja, echt? Ja. Na gut, dann versuche ich mal durchzurocken. Ich kann mal gucken, ob da was ist. Da bin ich schon wieder beim Boss. Ja, ist er der Boss schon wieder? Ja, Ravensdale. Oh, warte mal, da geht's hoch. Das zeigt vielleicht. Ah, ich sehe es. Okay, rechts oben auf der Map, da erkennt man. Genau, da ist das nach oben so ein Durchbruch. Und da geht's hoch. Gut, dann gehe ich jetzt einfach mal hier. Ich skippe mal die Leute, aber. Ja, ich meine, im Endeffekt. Kurz ist warten, wurscht, dass ich hier überlebe jetzt, ne? Überleben macht Sinn. Ja. Zack. Den rempel ich ein bisschen an. Das hilft zwar nichts. Ah doch, ich kann so anrempeln, dass der andere eben gefahrlos
extrem gefahrlos. Sehr gut, Teamwork ist das. Ja, ja, das ist halt diese wie heißt es, Cheat-Möglichkeit. Ja, weil genau. Wir sind ja eigentlich tot. Ja. Ihr wolltet einfach nicht, dass das exploited wird. Ne? Also das genau. Ja. Ja. Wir sind wieder drin. Sehr gut. Oh, back. Sehr, sehr gut. Aua. So, wo wieder runter zum Boss, oder? Ja, runter zum Boss. Runter zum Boss. Dran. Los geht's. Okay. Oh. Boah. Super schlau habe ich es ja gemacht. Super schlau. Oh Mann. Ich finde es ganz gut, dass man einfach durchrushen kann. Ja, kannst du. Angenehm. Siehst du, in der Version, die wir dabei gehabt haben, hätten wir sogar Cheat-Modus gehabt. Verdammt. Ja, aber das macht es nur ehrlicher, finde ich. Ich finde das gut. Okay, dicker Boss-Gegner. Dicker. Nee, dick nicht. Das ist der Miniboss. Das ist der Miniboss. Also es gibt dickere. Es gibt dickere, ja. In den ungeraden Leveln bekommst du einen Miniboss. Das sind die Battle Gates. Ja, ja, ich hab's ja irgendwie schon. Bin ich irgendwie als Nahkämpfer mit dem Boss nicht wirklich gut dran, oder? Soll ich's mal so sagen? Wo müssen wir denn draufballern überhaupt? Auf die Kugel, auf diese goldene. Ah, okay. Aber andererseits finde ich, ihr macht das richtig gut. Ich halte mich Dankeschön, raus. Dankeschön. Ja, du bist ja auch draußen, Mann. Du musst ja nicht drauf rumreiten. Okay, warte. Habt ihr über Multiplayer-Modus, also den PvP-Modus nachgedacht? Ja. Hammer. Ja, wir haben sogar... Verworfen oder eine Möglichkeit, dass er kommt? Oder? Den haben wir eigentlich in der Tasche. Also bestimmt eine Möglichkeit, dass der kommt. Mhm. Also, Meat Grinder ist der. Das ist der Titel. Ist der Arbeitstitel. Meat Grinder. So, wir haben es gleich geschafft. Jetzt! Yes! Kein Problem! Nein, überhaupt nicht. Ey, das ist Squid Taxi. Squid Taxi, genau. Also, und da ist auch der Arc-Connector noch dabei. Das heißt, wenn wir ihn beschießen, dann werden wir mitgenommen und wieder nach oben gebracht. Was wir aber nicht wollen, sondern wir wollen ja weiter. Das Squid. Nein! Wo kommt denn die Mine her jetzt? Okay, und wenn du die Bahne nimmst, hast Mission accomplished. Genau, und dann gibt es so einen Kill-Count. Wer hat was gemacht? Ich glaube, der funktioniert. Der geht, glaube ich. Ne? Der ist. Der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Ja, und dann kannst du halt ein bisschen noch ein bisschen protzen. Ja, ich bin grün. Ich versuche. Yes! Ich glaube, der funktioniert nicht richtig. Ich glaube auch, der ist kaputt. Der ist wichtig. Der ist echt wichtig. Auf jeden Fall. Also, aber er funktioniert nicht richtig. Also, ja, ich hab eindeutig mehr gemacht. Das ist Schwachsinn, ja, die alte Version. Ne? Genau. Das kannst du jetzt immer sagen. Den Bugging haben wir noch geregelt. Ja. Oh, vorsichtig. Wir wollen ja nicht, dass Freundschaften zerbrechen. Nein. Natürlich nicht. Aber dann hättet ihr nicht so ein Spiel bauen müssen. Hast recht, eigentlich wollen wir das Freundschaften zerbrechen. Ja, das sind die besten Freundschaften. Ne? Hm. Die man genau, wer immer Mario, wieder piesacken muss. Mario Party und Rockstormers überlebt, die Freundschaft, die hält. Ja, fantastisch. Jetzt am 24. Das Ding kommt raus. Via Steam, ne? Ja. Genau, und PC Only wahrscheinlich erstmal, oder? Genau, erstmal nur PC lokalisiert in Europa, Russisch und Chinesisch haben wir auch dabei. Ach krass, echt? Ja, wir werden auch Ende des Sommers, also wir wissen noch nicht genau, irgendwo Q3, Q4 werden wir auf Konsolen gehen. Ach cool. PS4, Xbox One und dann noch so eine chinesische Konsole, die noch nicht gelauncht ist. Ui! Wir Launch-Titel werden. Echt? Ja. Wir sind wieder. Wart ihr dann drüben in China und habt dort geschnackt und verhandelt mit den Leuten, oder? Nee, noch nicht. In 3 Wochen haben wir, glaube ich, Termin. Ach, krass. Ja, ich bin auch das schon. Das ist ein ganz anderer Markt, oder nicht? Ein komplett anderer Markt. Also, von dem wir eigentlich auch, wenn überhaupt, in irgendwelchen Business-News lesen können. Aber so richtig greifen kann man den, glaube ich, hier nicht, oder? Ja, also jetzt fährt er von dem Browser-Game-Markt. Wie, das ist eine chinesische Konsole. Ja, das ist echt... Oder habt ihr geheime Nintendo-Informationen und es geht um Japan und nicht China? Ja, wir können es ja jetzt sagen, also ich darf es eigentlich nicht, aber ich sage es gerne, Nintendo ist von einer chinesischen Firma gekauft worden. Und nein! Alles im Bach runtergegangen? Nein, nein, weiß man ja nicht. Ja, die werden ja auch gerade mit einem österreichischen Kollegen Ori and the Blind Forest hat das gebaut, Thomas Mahler, ne? Mhm. Der hat jetzt in einem Interview gesagt, dass er ziemlich, also öffentlich hat er ein bisschen über Nintendo rumgeroked. Wegen dem Third Party. Genau.
Genau, also ich meine, die Mentalität, glaube ich, war schon bei Nintendo immer schwierig, Third-Party-wise. Ja. Ne? Aber ich glaube auch, dass das die Wii U gekillt hat, dass die nicht genug Content hatten, weil sie den Third-Party-Bereich vernachlässigt haben. Das rächt sich. Wenn du dir anschaust, was Sony und Microsoft jetzt rumgemacht haben, in so Microsoft geguckt haben, dass sie die ganzen Entwickler bekommen, um überhaupt Content zu bekommen. Ja. Yeah. Gut, nicht, dass sie ihn was genutzt hätte. Noch nicht. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Dafür haben sie doch Cortana jetzt. Und Windows 10, ne? Ja. Freut sich Steam schon. Ja, krass, ne? Habe ich auch gelesen. Was da so für Sachen abgehen, so eigene Distribution und alles, genau, ne? Genau, ja. Das ist schon also ganz ehrlich, ihr habt euch eine ziemlich abgefahrene Industrie ausgesucht. Gaming. War das früher eigentlich so Spellbound? War das die erste Adresse, bei der ihr angefangen habt im Games-Sektor? Nee. Oder wart ihr vorher schon unterwegs? Ich habe ja bei Electronic Arts gearbeitet, bevor ich bei Spellbound war. Ja. Zu Spellbound gekommen bin. Tja, ich war Videospielredakteur. Sehr gut. Bei Cypress, da kennst du ein paar. Ja, genau. Lustig. Ja. Ich verlaute, wenn ich gerade gar keinen Plan mehr, wo wir eigentlich hinwollen. Auf der Map, also oben geht es nicht. Geht's grundsätzlich eigentlich runter. Ja, hier unten geht es runter, ne? Ja. Also. Feuer, aua! Ups, springen und weg. Oh, Glück gehabt. Okay. Wir sind alle wieder fast tot, ne? Steppy ist sogar schon tot. Das ist. Ich hasse Alter, Adrian. Ja, komm, wir gucken mal, ob der hier ein Healthpack ausspuckt. Nein, eine Kartoffel. Was sehe ich denn mit einer Kartoffel? Was ist denn, wieso ist da eine Kartoffel drin? Eine Kartoffel ist ein Upgrade. Also warte mal, ich zeig's mal. Guck mal, wir haben hier die Upgrades, ja? Das ist Brechts Maschine, das ist seine Fähigkeit, also plus 20 HP. Ja. Und dann haben wir halt die Bratwurst, die gibt nochmal 10 HP Hitpoints dazu. Dann haben wir eine Kartoffel, die gibt nochmal 10 Hitpoints dazu. Das sind halt die, die Dinger. Genau, und ja, so in dem Stil sind halt die Upgrades gehalten. Also, du hast halt den Voyeur's Dream, das ist ein Fernglas, mit dem hast du halt eine höhere Reichweite. Oder die authentische Wiener, also wirklich Wiener Wurst, nichts anderes. Gibt halt auch Sachen dazu oder Speck. Ich meine, alles ist besser mit Speck. Der auch Bier als Upgrade? Nee. Das sehen wir wieder. Mann! Nee, aber wir haben Globuli, also homöopathische. Ihr habt echt Globuli als Upgrade? Ja, ja, ist sauteuer und wirkt, wenn du dran glaubst. Okay. Globuli ist, ich glaube, das ist auch etwas, was viele junge Eltern kennen. Und, ja. Ja, genau. Globuli, Alter. Dafür liebe ich euch ein bisschen. Globuli habe ich noch nie in keinem Spiel gesehen. Nee, das finde ich sehr, sehr lustig. Wir sollen wir nochmal losstarten? Ein bisschen gemütlich machen? Ich denke, wir sollten irgendwann zeigen, dass wir zocken können, oder? Ja, das wird nichts. Ich finde das eigentlich ganz angenehm. Ein bisschen schnacken nebenbei und failen. Genau. Schnacken und failen. Könnte ein neues Format sein. weißt du, solange wir jedes Mal besser failen, ist okay. Ja, wir waren ja zum zweiten Level. Schnacken und failen, ja, das ist... So, Camille. Camille ist freigeschaltet. Oh, wo kommt der El Cazador? Oh. Wir haben sie alle. Oh, El Cazador. Explosive Probe Ejector. Das ist ein Raketenwerfer. Geil. Ja. Ah, Presto ist nicht dabei. Guck dir das an. Presto das ist nicht dabei. Aber El Cazador, den mag ich. Das ist der Sniper. Der genau, den wollte ich auch nehmen. Das ist so ein bisschen One-Shot-Wonder. Genau, aber der musst du echt aufpassen. Also mit der Twin-Stick-Konfiguration, du musst halt wirklich wissen, wo du dann musst. Genau, ich probiere den auch mal aus. Jetzt darf ich, wenn ich aber darf. Dann kann ich den nicht nehmen, weil der. Ja, das ist auch mal einen, der drauf rotzen kann. Ja, dann mache ich den Brecht. Wie du möchtest. Ich mache den Brecht, das ist okay. Oder Camille? Ich bin. Hat die ja, lass uns. Ich spiele sonst auch Camille, ist wurscht. Also, das ist. Nimm, wen du willst und dann. Nehme ich mal Camille, dann sehen wir dann den neuen Charakter. Sie ist vollgeslimed. Ja. War sie vor dem Ghostbusters Remake schon vollgeslimed oder habt ihr den jetzt erst gemacht? Sie war vor dem Remake schon vollgeslimed. Also sie ist Schleim. Also, ach, sie ist Schleim? Ja, sie ist eigentlich Wissenschaftlerin und es gab einen Laborunfall und der hat sie in Schleim verwandelt. Und die Rüstung ist jetzt das, was sie noch zusammenhält. Ohne Rüstung... Ja. Ich bin echt gespannt auf die Geschichten. Das hört sich gut an, freut mich. Ja. Mein Brecht ist so der Normalste der Truppe. Also der ist halt der alte Hauptmann der Stadtwache. Ja.
Irgendeiner muss A drücken. Genau, ist in der Verwandlung zum Werwolf stecken geblieben. Jetzt ist er irgendwie so halb Werwolf. Ja, total angepisst. Und will einfach nur töten. Mein Stabigail war halt ein Barmaid, also ein Barmädchen. Ja. Und hat mitbekommen, wie ihre Kundschaft oder ihre Stammkundschaft massakriert wurde. Oh. Und ist jetzt halt hingegangen und rächt sich, indem sie noch mehr oder noch mehr massakriert. Ja, so haben sie alle ihren Grund, genau, warum sie da überhaupt mitkämpfen. Bis auf El Cazador. Der hat einfach nur Bock. Ja, keiner weiß, warum er da ist. Aber sie lassen ihn mitspielen, weil er schießen kann, also gut schießen kann. Ich nicht, aber doch, kann ich. Ich finde, das ist auch ein guter Grund. Ist doch ein super Standpunkt für einen Fernkämpfer hier oben, oder? Ja. Ich gehe noch ein bisschen vorsichtig. Gibt's auch einen Perk, eine höhere Schussfrequenz und all das? Ja, ne? Wahrscheinlich. Genau, du bekommst halt Upgrades, die dir eine größere Reichweite geben. Genau. Oder mehr Schaden. Ja. Wie aktiviere ich den? Gamble for the Small Price. Ich habe die Kohle. Wir haben keine Kohle. Okay, wenn wir jetzt seinen Shop gehen, dann gehen die Transcoop Stations an und dann werden wir wohl ein paar Gegner. Okay, verstanden. Komm, da sind sie schon. Ich warte jetzt einfach mal hier und schieße. Alter! Der sieht ein bisschen aus wie ein Big Daddy, so von Weitem. Der Gegner-Typ. Ja. Ein bisschen, ja. Ohne Driller. Und vom Artwork-Design her war das einfach so diese Grundidee, bisschen Industrialisierung, bisschen Steampunk ein bisschen, ne? Klar. Ja, Dieselpunk. Dieselpunk, genau. Ja, Dieselpunk. Allerdings nicht geschützt, dieser Name. Nicht das klassische Dieselpunk. Das ist ja eigentlich Nachkriegszeit, so Ende 40er, Anfang 50er Jahre. Ja. Und wir haben halt, unser Ansatz ist halt, wir vermischen halt Fantasy, Mittelalter mit Diesel. Ja. Ja, und es ist ja halt, die haben irgendwann mal Goop gefunden, das ist so eine Art Rohöl, ja. Und haben dann damit angefangen, so ihre Technik auszustatten, also Waffen, Rüstung vor allem. Ja. Die sind alle wirklich Dieselmotoren betrieben. Wir müssen da unten rum. Müssen wir? Ja, sollten wir. Warum? Denke da ist ich. Aber kein Weg mehr, laut Nein? Minimap. Doch. Aua. Ja. Ja, aber sie haben es halt nicht dabei belassen. Also sie haben... Ja. Sie haben es auch benutzt als Brotaufstrich. Siehst du da hinten im Hintergrund, siehst du den Propeller-Werbung? Aua. Entschuldigung. Und Sau, ey. Ich war ganz stolz, ich habe mich gut gehalten, ausnahmsweise. Ich dachte, es gibt kein Friendly Fire. Nee, gibt's auch nicht. Außer man aber Environmental Collateral Damage. Ja. Genau. Entschuldige, im Hintergrund meintest du. Genau, siehst du da jetzt Goopweiser? Das ist genau. Das Ölbier, dann da hinten ist Goopella-Werbung. Wir haben es halt wirklich für alles benutzt. Also cool. Hautcreme, Nahrungszusatzmittel. Alter. Es ist halt passiert, was passieren musste. Ich meine, was passiert, wenn du Öl frisst? Du stirbst oder du mutierst. Ja. Und deswegen sind sie halt alle mutiert. Und genau, als sie Überhand genommen haben, wollten die Rogue-Stormers halt was dagegen tun. Ja. Tun auch was, sie bringen nämlich alle um. Weil sie ihre ja, logisch. Also ja, klar. Sie wollen ihre Stadt zurück. Sie wollen ihre Stadt zurück. Ja. Wir sind gerade auf den Boss gehüpft. Ne? Genau. Ja, das wissen wir. Power Core. Okay. Au, verdammt, ich bin tot. Yes. Nein, out. Also eigentlich ist es ja ein total sozialkritisches Spiel. Ne? Ja, aber auf die schwierigen Themen unserer Zeit thematisiert und. Ja, aber so muss es Rohstoff. Muss man es ja machen, ja, Rohstoff. Verschwendung. Tschüss. Na, also noch haben die Leute nicht angefangen, Öl zu trinken, also bei uns, in der Realität. Gab es doch irgendwie sowas mit... Sicher? Rohöl ist ja zum Beispiel auch in der Filmindustrie ein ganz guter Plastik. In dem Olivenöl hat allgemein, Zahnbürsten etc. Dass das Olivenöl total verseucht ist. Ja, aber sie trinken es noch nicht roh. Also stimmt, glaube ich. Aber ich meine, da haben sie auch einen Brotaufstrich. Ich würde sagen, ihr seid beide tot, ist das korrekt? Stabigail, ja. Ich erledige das mal für uns. Ja, genau. Ich muss. Ich muss einmal kurz hier klarkommen. Mit dem Rocket Launcher ist es recht. Da muss man sich echt dran gewöhnen. Da jetzt habe ich mal getroffen. Ich versuche das noch zu klären, aber.
Nee. Ja. Jawohl. Komm schon. Schaffst du. Nee, du kannst das. Ich danke. Super motiviert. Na klar. Nee, so ein bisschen Gesellschaftskritik muss ja auch mal sein. Ne? Ja. Also und. Ein Treffer noch. Echt nur noch? Ein Treffer noch. Da ist er. Yeah. Souverän. Sehr gut. Siehst du mal. Gut. So, hier, Belohnung. Ja, Belohnung haben wir kein Geld für. Das passiert halt auch manchmal. Also, wer hat sich das ausgedacht? Wir. Verdammt. Also, machen wir weiter. Ja, machen wir weiter. Das muss man nicht wissen jetzt. Camilla, ja, das wäre meine persönliche Belohnung gewesen, jetzt echt? In diesem Moment. Ja. Nein. Das kann auch kein Gold aufwiegen. Das machen wir jetzt. Ja. Pass auf, wir. Nein, Eduard! Müssen wir echt? Das finde ich ungerechtfertigt. Guck mal, das ist ein neuer Gegnertyp, den müssen wir uns. Jetzt ist er schon tot. Ja. Jetzt, wo ich einmal einen neuen Gegnertyp zeigen wollte, habt ihr ihn. Ja, darum geht's ja nicht. Ja, hast du auch wieder recht. Ja. Hast du auch wieder recht. Also Leute, die Regie hat uns gerade genannt, dass wir leider aufhören müssen. Aus meiner Stelle nochmal sorry für den Hackmack, für die Verspätung, weil diese 15 Minuten, die aufgrund unserer technischen Probleme gerade uns genommen wurden, die hätten wir jetzt noch weiterspielen können. Und da hätten wir bestimmt noch 4 Level geschafft. Ja? Mit absoluter Sicherheit. Weil jetzt haben wir es drauf. Mit absoluter Sicherheit. Was wir auf jeden Fall sagen können, so... Kann man das irgendwie sehen, das, was wir jetzt gerade gesehen haben, was ihr jetzt gerade gesehen habt, wie viel Prozent oder wie weit ist das von der Version fertig, weit weg sozusagen? Also technisch ist das ungefähr 60%, ja. Aber von dem Spielerlebnis her eher so 40%. Mhm. Ach echt, so weit haben wir ja, das gerade gesehen? Ja, du hast okay. Interface, Features, Content. Soundeffekte, Musik, ja. Alles komplett. Ich würde echt sagen, ich meine, 24. März, das ist das Datum, den ihr bei euch dick markiert habt. An dem Tag kommt Rogue Stormers raus. Und nicht nur, um das zu kompensieren, sondern um einfach nochmal zu gucken, ob wir tatsächlich nicht doch besser zusammen spielen können. Wir können ja mal so eine Online-Session machen. Das machen wir in Ruhe. Nebenbei schnacken wir weiter, weil das macht sehr viel Spaß. Mhm. Nebenbei auch noch über die gesamte Games-Industrie zu labern. Aber heute müssen wir leider aufhören, denn es gibt ziemlich viel Live-Programm heute hier. Das ist ein bisschen schade für unser Feld. Heute Abend übrigens für euch, liebe Leute, bitte einschalten. Bonjour 2015, unter anderem mit dabei Fabian Döhler. Kennt ihr vielleicht? Ja, auch ein Urgestein der Industrie. Eigentlich auch. Weiß niemand genau, was er macht. Es ist seltsam mit ihm. Vielleicht packt er heute Abend mal aus. Das war es auf jeden Fall erstmal von uns hier. Misha, Adrian. Danke. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Viel Erfolg. Das auf jeden Fall. Und Diesel ist nicht so cool, nicht mehr. Das steht auf jeden Fall fest. Das war Rogue Stormers, das waren wir. Bis später.